Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren nicen und frostigen Episode Let's Play Medieval Dynasty. Natürlich mit dem Jesus unseres Vertrauens und The Little. Hallöchen, ihr Lieben. Hallo. Oh yeah. Ich habe jetzt hier im Haus noch so einen Geweih angebracht von einem Hirsch, nee, Elch. Mhm. Und hier so eine kleine Kerze, weil hier in der Ecke war es echt dunkel. Hab auch geguckt, ob wir noch irgendwas hier im Lager aufstellen können, weil hier ist es halt immer dunkel und nee, es geht leider null. Ärgerlich. Was ich noch gemacht habe, ich habe ja zwei Leute rangeholt. Einer ist unser zweiter Schmied. Ja, der muss das Ganze ein bisschen lernen. Und der andere, beziehungsweise die Dame, ist Wasserträger. Ja, weil Wasserträger brauchen wir nämlich auch. So ein Ding ist das. Ja, einer muss den Waterboy machen. Irgendwer muss, ja. Irgendwer muss. So, es ist halt jetzt die Frage, wollen wir in dieser Episode noch unsere Minenarbeiter komplett hochballern oder halt nicht. Wie viel Platz haben wir noch? Ja, würde ich auch zwei. Fragen. Wir sind jetzt bei 4 von 6 in der Mine. Haben wir in den Häusern noch genügend Platz? Häuser haben wir. Dadurch, dass du noch welche geplaced hast, haben wir noch welche. Ja, dann von mir aus. Ist halt die Sache, ne? Ja, weil dann haben wir eine Mine, die komplett dann auf 100% läuft. Vor allem lernen die dann ja, halt auch den Scheiß. Ist der Unterschied zwischen halb besetzt, Drittel besetzt und voll besetzt in der Ausbeute immer enorm. Das stimmt schon, ne? Ja, stimmt schon. Ich genieße gerade den Anblick hier im Winter. Aber eine Sache wollte ich dann noch machen. Das bereite ich gerade mal schnell vor. Ganz auf tiefen entspannt. Mhm. Und ich mache gerade die Quest weiter. Weiter von den. Weiter, mach also weiter. Weiter. Ich stelle gerade ein bisschen Garn her. Weil mein Ziel ist es auf jeden Fall in dieser Episode, also am Ende der Episode, noch ein paar Straßenlaternen zu bauen. Nicht viele, aber so ein paar. Ne, irgendwo müssen wir ja anfangen. Damit man dann halt auch mal im Dunkeln hier langlaufen kann. Ohne Probleme. Jetzt weiß ich nicht, wo ich die People gesehen hatte. Mein Questziel ist gerade, finde den seltsamen Mann im Sumpf. Okay. Ja, ich suche für Yannick suche ich sozusagen eine neue Bleibe. Und war ja gerade in Klonika. Und sie kann Yannick sozusagen nicht wirklich helfen, weil er Yannick anscheinend schon so viel weiß. Und sie nicht mehr wirklich ihn irgendwas beibringen kann. Ja, du suchst ja einen neuen Meister für den, ne? Ja, genau. Und dann hat sie mir den halt jetzt, was heißt vorgeschlagen, aber ich habe halt gesagt, dass es gut zusammenpasst. So von der Art her, wie er ist und wie Yannick ist. Och, das... Wisst ihr, wo ich bin? Das ist der Sumpf, da wo ich schon mal war, wo die Ziege war. Ja. Ja, es gibt ja auch nicht viel Sumpf hier. Ich sag dir nicht, warum ich jetzt lache. Oh, ich will nicht schon wieder mit dem reden. Das war letztes Mal nicht so geil. Ach, Fettsack, steh auf jetzt hier. Doch, es ist witzig. Also zumindest Ares wird sich amüsieren. Oh, mein. Oh, ein Gast. Was hast du da, mein Schatz? Der nennt mich Schatz. Mhm. Erinnerst du dich an die Ziege, die dann irgendwann tot war? Ja. Vielleicht habe ich die gehäutet.
Das weiß ich. Alles gut. Die war eh tot. Ich fand das witzig. Hast du ein Stück von dir in dieser Flasche versteckt? Was? Hä? Nein? Okay. Im besten Fall meint er, du hast reingespuckt. Im schlechtesten Fall möchte er gerne Körperteile von dir haben. Der ist mir suspekt. Um Gottes Willen, ein Katastrophenmeister, das bin ich, Kleines. Gib mir das und lass mich riechen. Oh. Um Gottes Willen. Willst du das mich umbringen? Das nächste, was wir dann brauchen, sind Feldarbeiter. Die haben Roggen verkackt. Und mir ist es nicht aufgefallen, lol. Alter, hat der irgendwas genommen? Die Frage ist berechtigt. Willst du mich umbringen? Es ist ein Mordanschlag. Schnell! Tötet sie! Bäume! Was? Schützt euren wunderschönen Ort. Oh, jetzt bewegt ihr euch nicht. Jetzt muss erstmal ein Karnickel dran glauben, weil es so schön quietscht. Du wolltest mich lebendig verbrennen, während du mir dabei direkt in die Augen schaust. Mein Gesicht schmelzt, Dann ist meine knusprigen Überreste riechen. Was? Dann in meine knusprigen Überreste kriechen und in mir wie ein einer Höhle leben. Alte Schule, was? Ich mag Menschen mit Prinzipien. Ich mag diesen Typ nicht. Der hat doch irgendwas genommen. Wirklich. Ist doch nicht mehr normal. Ja, den Anime nehmen wir auch noch mit. Ganz auf Tiefen entspannt. Aber habt ihr mitgekriegt, ne? Roggen wurde verkackt. Ja. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Leute fürs Feld. Aber ja, es ergibt schon Sinn, wenn wir jetzt erstmal unsere Mine vollballern. Nach Möglichkeit. Was haben wir denn da vorbei? Darf ich gehen? Nein. In dein Weib rein. Ja. Ich soll ja gerne immer vorlesen, ne? Mhm. Er sagt so, bumm, das sollte es machen. Aber hat es nicht. Schade. Aber der Junge, der hat das Zeug zum Pyromanen. Oder wenigstens zum Manischen. Was? Ja, genau. Doch, ha, jetzt mit meiner Hilfe würde dich dieses leuchtende Schätzchen in ein Stück gebratenes Fleisch verwandeln. Schnell wie der Blitz. Brutzel, Süße. Ich will nicht mehr. Der ist komisch, der Typ. Sollte ich mir wegen dem... Also, ich habe die Auswahlmöglichkeit, heißt das ja. Zweitens, sollte ich mir wegen des Teils mit dem Brutzeln Sorgen machen? Und drittens, es sieht aus, als würdet ihr viel Spaß zusammen haben. Ich bin voll für das Dritte. Okay. Oh Gottes Willen, ich will das nicht vorlesen. Heul, Feuer und Bumm, mein Schatz. Ach du Scheiße, ich will das nicht. Das ist es. So. Wo ist er? Nein, sag es mir nicht. Schnüffel. Ah, alles klar. Ich finde die Rotznase selbst. Ich kann das nicht mehr. Oh, solches Talent darf nicht verschwindet werden. Wie ein versehentlicher Kacktropfen im Sumpf. Geh weg. Komm nie wieder her. Und besucht mich hin Kacktropfen? Und wieder. Ja, da steht Kacktropfen. Okay. Mach dich rar. Verdammt nochmal. Oh, ich will das nicht. Ist okay, wenn ich das jetzt nicht weiter hinterfrage, ne? Ich hab so, die Aussage. Ich habe zwei Leute für die Mine geholt und einen weiteren für die Felder. Nice. Weil da müssen wir jetzt definitiv aufstocken. Es ging nur einer. Bei wegen Reputation. Aber ich glaube, das ist gerade das kleinste Problem. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, ja. Ich habe jetzt die Auswahlmöglichkeit richtig. Mach's gut. Ich glaube, ich habe gerade Yannicks Schicksal besiegelt. Oder bleib gefährlich, Hase. Heul. Bleib gefährlich, Hase. Ja. Ja, und... Ich glaube, ich nehme das Dritte, weil es einfach lustig ist. Warte auf die nächste Jahreszeit. Wait. Das muss ich auch für meine.
Verwaltung, wie viel Reputation haben wir jetzt? LOL! Okay, ich laufe nochmal zurück, dann kann ich nämlich jetzt direkt auf den vierten holen. Danke! Ja. Es waren nämlich 5K. Wir haben ja gesagt, wir arbeiten dran. 5K waren's, die gefehlt haben. Oh, einfach straight geradeaus, Ares, ne? Ich glaub, und dann teile ich die El Chacos ein. Weil nochmal so eine Scheiße, dass wir hier nicht komplett die Landwirtschaft betreiben können, mache ich nicht mit. Ich habe es aber auch nicht kontrolliert. Eben noch gesagt in der letzten Episode, war schon lange nicht mehr auf dem Feld. Nee, das haben wir zwischen der Episode gesagt. Ist ein Indiz dafür, dass der Scheiß funktioniert, ja. Mhm. Geil. Ja. Neuigkeit von 89% aus 20 Meter Entfernung. Nice. Mensch im Rohr noch. Ich muss zu meinem Mäsch. Dann war es halt doch, dann ist es doch wichtig, dass auch die Feldschuppen mehr oder weniger gut besetzt sind. Ja, ich habe einen abgezogen dort, ne? Darf man nicht vergessen. Oh. Dann kommst du. Nice. Von dem süßen kleinen Mädchen bekomme ich morgen Honig. Saftig. Okay. Können wir das gleich einteilen? Dann langt das auch erstmal an Rekrutierung fürs Erste. Weil wir haben noch nicht einen in der Scheune. Alles Feldarbeiter. Aber dafür unsere Mine. Ja, unser Schlüssel zum Wohlstand. Die ist gleich gefüllt. Meine Mess! Hallo, meine Babys! Happy Wife, Happy Life, Freunde. So, ja. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Mhm. Hab ich hier überhaupt kein Verständnis für, so gar nicht. Meine Mäuse haben nur noch 30% Tierfutter, das ist eindeutig zu wenig. 30% reichen ja, nein, mal. Das sind 70% zu wenig. Ja. Du weißt, dass sie nicht verhungern können. Ist mir egal, da muss 100% stehen. Nein, muss es nicht. Doch. Ja, dann musst du gucken, ob wir noch Tiernahrung haben. Ich gucke mal. Sonst musst du zum Praktiker. Nicht schon wieder. Da will ich nicht hin. Nee, keine 20% Rabatt. Also auf 40 Meter kriege ich immer noch eine Genauigkeit von 64% hin. Nicht schlecht. Wir brauchen die Scheibe übrigens im Dorf. Ja. Bogenschießanlage. Richtig, Wettbewerb. Yep. Klingt auch nach einem Plan für eine Folge, oder? Das klingt jetzt halt wirklich blöd. Nach einem Plan. Kann man zum Beispiel neben eine Taverne ballern? Oh. Erst zu saufen und dann. Und dann gucken wir. Sich gegenseitig hochstacheln und anfeuern und dann gucken, wer der beste Bogenschütze ist. Volltrunken. Hatten wir nicht noch voll viele Hopfensetzlinge? Wir haben mindestens einen. Warum? Ja, warum? Aber wir hatten doch vorher noch. Warum? Mehr. Nee, nur so. Du fragst nicht nur so nach Hopfen. Nein, mir ist es gerade aufgefallen, weil ich, Also ich kann mich nicht an voll viele erinnern. Tierfutter. Nee, voll viele hatten wir definitiv nicht, ne? Wir hatten 4 oder 5. Hopfenanbau im großen Rahmen lohnt sich halt eh erst, wenn du auch eine Taverne hast. Wir haben 24 Hopfensetzlinge, nur eins. Ah, okay. So. Deswegen. Was wollte ich jetzt? Weiß ich nicht. Tierfutter. Was ist denn das? Wahrscheinlich. Nee, wir haben kein Tierfutter mehr. Super. Jetzt müssen meine Schäfchen verhungern. Die verhungern bei 30% nicht. Weißt du, wie lange das hält? Nein! Die verhungern! Meine Babys verhungern! Die verhungern. Nein, tun sie nicht! Die können nicht verhungern! Ist mir egal. Die verhungern.
Ich habe übrigens gerade mal den Wolf in unserem Lehmabbaufeld entsorgt. Jo. Mit einem gezielten Pfeil ins Auge. Dann kann man da nämlich wieder durchlaufen. Hey du, guck mal. Jetzt guckst du nirgendwo mehr hin. Tanzbären bei uns im Lager. Aber das kriegen wir nicht umgesetzt, weil selbst wenn du einen Bären lockst, der läuft schneller als du. Hallo, Hottehü. Und wenn du drauf schießt, dann ist auch doof. Naja, ich hab ja morgen Honig, ne? Also ich bin mir sicher, wir kriegen einen Bären ins Dorf. So einen Tanzbären. Den nennen wir dann Anime-Fan den zweiten. Wir brauchen erstmal einen ersten. Das sind ja die ganzen Schlitzertiere hier. Reicht mir jetzt, der Wolf wird gemessert. Der wird jetzt gemessert. Ja. Das juckt die Pferde nicht, ob da ein Türchen ist. Ich habe das vorhin hier gerade dabei erfischt, wie es einfach hier durch die Tür gelatscht ist. Mal. Heißt es. Nee, das heißt aber nicht, dass es zu wenig Platz ist, oder? Nein. Halt die Fresse! Ja, Wolf gemessert! Oh. Fertig. Sag mal. Und was mache ich da jetzt am besten? Gar nichts. Kannst du nichts machen. Alles gut. Du, da gibt's Schlimmeres, sag ich ganz ehrlich. Okay. Unser Wald ist wieder sicher. Oder zumindest die Reste, die wir übrig gelassen haben. Ich wollte schon fragen, welcher Wald. Das war halt nah an den Feldern und da habe ich mir gedacht, nö, komm, machst du die mal weg. So, jetzt kriegen die neuen Arbeiter noch schnell ihren Wohnsitz. Oh, irgendwie habe ich schon wieder so Jucken in den Fingern, so von wegen, dass ich irgendwelche Zäune mache. Aber nein! Aus! Pfui! Damit aufhören! Du willst auch noch was für die, Hey, habe ich dir schon ein Messer gezeigt? Guck mal her, siehst du mein Messer? Das ist ein Messer. Was ist das hier? Ist das normale Eisenmesser oder nicht? Das hat sogar einen eigenen Namen. Der Atemberauber. Macht extra Blutungsschaden. Mal hier gerade schauen. Ja, passt. Dann kommen die. Das Meer will wieder Zäune bauen, ja? Oh. Naja, da oben stehen ja drei neue fertige Häuser. Meine Babys rufen nach mir. So. Du wolltest wieder Zäune bauen. Meh, meine Babys rufen nach mir. Ja. Kaum kommt die Arbeit, werden die Kinder wieder vorgeschoben. Was hat das Meh wieder vor? Ich weiß es nicht, aber ich wollte es gerade auch kontrollieren gehen. Was? Du hast Vorschläge, um das Leben in unserem Dorf zu verbessern? Lass hören. Lass mich dich mal genauer ansehen. Ja. Mäh sagt, ich muss mich um die Schafe kümmern. Hat eine eigene Tierzüchterin, aber sagt, sie muss sich um die Schafe kümmern. Ja. Das sind die Leute, die geben ihr Pferd zur Hälfte als Reitbeteiligung ab, bestellen für die andere Hälfte einen Tierzüchter und sagen dann, ja, ich muss mich um mein Pferd kümmern. Nice. Ich sehe gar nichts. Die Scheiben. Was macht das Mäh? Ich habe gar nichts gemacht. Ist doch etwas sehr Gutes. Doch.
Doch, aha, das Beste, was du tun konntest. Ja, wir müssen uns dann schon gleich hinstellen, ne? Ja, ja. Ja, da steht, wie weit wollt ihr denn weg? Da steht die Entfernung bei, aus der du triffst. Ich muss noch eine Pfeile ausrüsten. 39,1 10% Genauigkeit. 39,9 Meter, 46 Genauigkeit. 79% aus 39 Metern. 30,9 Punkte. Fick dich. Jesus ist der Gott mit dem Bogen. Ah, nur 13,7. Also Punkte. 40%, nee, 12% auf 40 Meter, 4,8 Punkte. Wartet, bevor ihr schießt. Lol, mir fällt da was ein, ne? Hm. Unsere Pfeile sind gleich allesamt weg, weil wir schießen die gerade. Nee, ja, ihr müsst höher zielen. Das ist meiner! Jetzt klaut ihr meinen Pfeil. Danke! Kein Problem. Ich muss noch eine Holzwand hinter. Soll mal ich ernsthaft eine Holzwand ziehen? Ja, mach mal. So eine wie. Wie hier neben. Wie hier neben dran. Ja, genau. Okay. Das war. Hier ist mein Pfeil wieder? Mein Glückspfeil, Aris! Das war nicht dein Glückspfeil, das war ein anderer. Das war die Wand. Aha. Hauptsache, wir haben beide jetzt auf die rechte Dings geballert, oder was? Naja, ich stand vor der Rechten. Aber ich befürchte, wenn wir weiter auf 40 Meter schießen wollen, muss der Baum hier weg. Nein, und ich muss die Blueprints hier wegmachen. Ah. Ich meine, für unsere Dorfbewohner reicht die Entfernung hier völlig aus. Oh, ich hab's falsch rumgebaut. Macht doch nichts. Nein, ehrlich, es macht nichts. Sie ist nur als Pfeilfang da. Sieht trotzdem scheiße. Anders hat kapiert, warum ich da an sowas gedacht habe. So, naja, aber während die beiden da gerade Fun haben, werde ich mal schauen, wie ich meinen Pfeil wieder. Kannst du mal einen Buckel gerade runterrutschen hier? Hallo? Sag mal. Bist du bescheuert? Krieg ich meinen Pfeil wieder? I need some water. Ich hab schon wieder falsch rumgebaut. Sag mal, lerne ich nochmal? Aha, das war wohl ein Headshot dann. Ich war Pfeil wieder? Hm? Ja? Nö. Okay, jetzt sind wir wohl quitt. Ja, sind wir. Mehr wohl. Mehr wollte ich da gar nicht. Was? Ich wollte meinen Pfeil wieder. Bescheuert. War mein Glückspfeil. Du hast mich runtergeballert auf 1 HP oder so. Ich hatte nur noch die Hälfte. Also. Ja, so ein Headshot tut weh, ne? Jo. So. Du hättest mich auch in den Fuß treffen können und ich wäre tot gewesen. Stock und Stamm brauche ich. Aber ja, ich habe mit Absicht nicht auf deinen Kopf gezielt. Weil ich wollte dich eben nicht umbringen. Ah, Holzstamm. Ist mir jetzt egal, meine Güte. Ja. Jetzt habe ich keine Bretter mehr. Und Stock. Guck mal, ob ich noch welche habe. Nee. Gut. Dann fange ich mal an mit ein paar Lämpchens für unser Dörfchen. Nice. Ja, wir brauchen ja mal langsam aber sicher Beleuchtung hier. Mir gefällt das voll gut mit der Wand hier hinter. Das sieht richtig nach was aus. Soll ich lieber 4 dahin tun, dass wenn wir, weil wir nämlich zu 4 manchmal spielen. Du kannst gerne hier noch einen hinstellen. Nee, ich muss es dann, wenn schon, dann richtig. Ja, in Ordnung, mach. Mir gefällt das. Das ist so.
die übliche Anfänger-Wettkampfentfernung hier vom Weg bis hinten zur Wand. Das ja, passt. Ja gut, mehr konnte ich jetzt auch nicht weiter. Nein, alles gehen, gut. Ne? Hier kommen ja später noch Häuser hin. Jetzt gerade konnten wir das ignorieren. Da konnten wir auch auf weite Entfernung schießen. Na, aber zum Üben ist das schon in Ordnung. Dir fehlt irgendwas. Rohstoffe. Ja, ich sah nur, wie es weiß wurde. Was brauche ich denn? Was ja, fehlt dir? Ich gehe es holen. Ach, alles gut. Ist doch direkt neben dran. Ja, ja, eben. Holzstämme. Holzstämme brauchst du? Ja, und ich muss kurz was essen. Mhm, ja. Ich glaube, ich habe gar kein Essen mehr im Inventar. Nun, geh an die Nomnom-Zentrale. Wir haben da. Ja, ich habe alles rausgelegt. Und nichts wiederbekommen. Ja, ansonsten droppe ich dir was. Ich habe noch was im Inventar. Alles gut, ich bin unterwegs. Okay, mehr Lampen. Oh, so, ich kann sogar noch ein paar Plays. Da. Ich hab grad so eine Buff-Leiste, das ist unglaublich. Hä? Hast du Holzstämme oder? Ja, ja, hab ich. Platzier die, ich tu die Holzstämme rein. Ah, nee, kann ich glaube ich gar nicht placen. Nee. Weil ich brauche die Rohstoffe schon so. Ach so, ja, warte, dann droppe ich dir die. Mhm. Oh, ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Jetzt mal ernsthaft. Weil unsere ersten Laternen stehen. Wir hatten dich beobachtet. Aha, aha. Naja, ich sehe dich ja mit dem Blueprint rumlaufen. Ah, nicht genügend Rohstoffe. Ja, das heißt, ich kann keine mehr placen. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich schaue auch mal gerade nach. Nom nom in the inventory. Nice. Die ungefähr Perfect. Gleich, ja, ne? Ja. Gut. Das passt, das ist eine gute Ausnutzung dieser Ecke. Das gefällt mir echt gut. Ja. Oh, von hier aus kannst du halt auch prima schießen. Ja. Aber ja, ihr müsst beide auf die Entfernung höher zielen, als ihr denkt. Genauigkeit 94%. Oh, es wird dunkel. Nice. So, ich brauche mal Heilung. Ja, das mache ich beim nächsten Mal. Ich brauche jetzt definitiv Heilung. Ist ja noch alles da, oder? Ja, ja. Also sollte sein. Ja, ist alles da. Alles gut, kein Stress. Habe ich die falschen, egal. Ja. Problem gelöst. So, Überschüsse werden noch. Überschüsse. Ja doch, Überschüsse ist ein deutsches Wort. Meine Fresse. So, wird weggebracht. Fleisch hatte ich noch eingesammelt. Oh ja, warte, ich habe noch. Ich hatte eben auch noch Fleisch wieder ins Nahrungsmittellager gepackt. Kannst du noch rausnehmen und verteilen. Hm? Bin ich dumm? Ich dachte, ich hatte Fleisch ins Nahrungsmittellager gepackt. Kannst du noch rausholen und verschimmeln lassen, wenn du willst. Ins Materiallager? Oder ins Nahrungsmittellager? Nahrungsmittellager. Ja, da wird das dann noch verarbeitet. Alles gut. Alles tutti. So, dann wollen wir uns das Ganze doch mal anschauen hier. Ich bin aber noch nicht fertig. Da kommt jetzt noch was. Ja, wo kommt was? Also bei dem, was ich gerade gebaut habe. Ja, könntest du ein bisschen weniger informativ sein? Ja. Gut. Ihr seht es doch eh jetzt. Ah, du machst Beleuchtung. So wie ich das gehört, ja. An Beleuchtung hatte ich auch gedacht. Muss ja auch noch was nice aussehen. Jawohl. Okay, wisst ihr was? Das sieht schon glaubhaft aus.
Echt? Nein, nicht den Baum. Nein. Nein, nicht den Baum. Nicht den Baum. Nimmst du das Blueprint hier weg? So. Die Taverne kommt hier hin. Das wird nicht passen. Ja doch, wenn du... Das kriegen wir hin. So eine Taverne im Ortszentrum, ne? Das wäre schon was. Ja, da haben wir dann unseren Bauplatz dafür. Ja. So, dann wenn schauen wir... Wenn die Bogenschießanlage da ist, dann kommt die Taverne hier hin. Bogenschießanlage ist da. Dann schauen wir schon mal, wie das gerade ein bisschen wirkt. Ich mach mal meinen Hut aus. Ja, wir müssen natürlich gucken, stimmt, wie es dann aussieht, wenn es richtig dunkel ist. Ja. Aber ja, ein paar... Ich geh grad auch extra ein bisschen weg, um dann zu gucken, wie es aussieht. Ein paar Lämpchen haben wir schon hier. Na, fehlen noch einige, ne? Aber... Ja, aber ich sehe ja von hier aus da unten die Lampen. Na, wie schön. Na, also... Ah, das sieht schon gut platziert. Ja. Das sieht schon glaubhaft aus, oder? Mhm. Das hat schon was. Die habe ich extra ein bisschen schräg gesetzt hier, wegen dem Zugang. Aber macht es nicht Sinn, wenn du hier die Lampe... Nee. Na, was hast du denn jetzt schon wieder? Ja, weil die Lampe so halt zum Garten hin ist, weißt du? Was für einen Garten? Wovon redest du, ja, Frau? Ja, die Lampe hier. Welche? Ja. Wo wir gerade davor stehen. Was ist damit? Ja, weil die zum Garten hin zeigt. Nein, die andere. Die zeigt mir zum Garten weg. Die hier. Welche? Wo ich hier stehe. Da ist keine. Hä? Die ist hier. Ist hier nur eine. Ja, und hier, wo ich stehe. Direkt vor meiner Fresse. Nein. Wie, da ist keine? Da ist keine. Da ist keine. Hä? Warum sollte ich eine... Soll ich dir ein Foto schicken? Ja, und warum ist sie dann bei mir da? Ja, weil die ist. Weil die ist. Hey, Alter. Ja, dann kann ich ja nicht mal die ganze Kacke genießen. Wow, danke, Spiel, für gar nichts. Ja, für gar nichts. Hatte nichts mit den vielen Stunden zu tun, die du schon Spaß hattest. Ja, eben. Danke für gar nichts. Richtig undankbares das Mini. Das passiert. Wo ist eigentlich Schäfchen 3? Ah, da. Nicht im Kochtopf. Ach, ist das schön. Nee, aber es wirkt halt wirklich, ne? Jetzt wird es halt noch dunkler. Es ist nicht einfach, die Dinger bei Tageslicht zu platzieren. Nee. Weil man halt nicht aber weiß. Es wirkt. Ist okay, ne? Also ist jetzt nicht too much. Nee. In dem Rahmen, in dem Abstand, das wirkt. Das ist okay, ja. Mäh, wo ist mein Mäh? Mäh ist nicht da. Wo ist Mäh? Da hinten am Arsch der Welt. In der Nom-Nom-Zentrale. Nö. Hinter der Nom-Nom-Zentrale. Ich mag auch die Schneemänner. Hör auf abzuhauen. Obstbäumchen, die wachsen. Du bist so bescheuert. Komm her. Aua! Ich spiele eine Runde fangen. Okay, okay, du hast gewonnen. Hey. Was? Runde fangen? Komm, wir fangen anderes. Nein! Unfair, du hast Heiltränke eingesetzt. Wie, der hat Heiltränke eingesetzt? Ich hab ihn! Er hat sich doch eben hochgeheilt. So, ihr Lieben. Aber. Ja, nee, wir wollten doch noch gucken. Was willst du jetzt noch gucken? Ja, wegen der Beleuchtung vom Schießstand. Hä? Was willst du da jetzt noch gucken? Ja, wie es im Dunkeln aussieht. Ach so, ja, dann mach das doch. Machen wir. Wir sind mehr noch unbedingt in der Episode drin haben. Ich würde hier noch zwei Feuerschalen jeweils auf die Seiten setzen.
auf die Seiten? Ja, hier eine, dann da die Mitte und hier. Weißt du, was ich meine? Wie viele hast du davon vorproduziert? Oh ja. Und jetzt hier in der Mitte nochmal? Nee, da würde ich gar keine mehr hinsetzen. Ist zu viel dann, ja. So würde es lang. Ja. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall unser Grundstück schon mal definiert, dann für eine Taverne. Das dauert, glaube ich, auch nicht mehr so lange, dass wir die bauen können. Könnt ihr nachgucken, aber ich bin zu faul. Ich gucke nach, extra für euch. Technologie Taverne war hier irgendwo mit bei. Nee, es dauert noch. Schenke, also die Taverne braucht 10.000 Punkte. Die haben wir noch lange nicht. Die haben wir noch lange nicht. 1.878 stehen wir erst. Aber warum ist das so? Ja, die Schenke. Ja. Ja, wir müssen halt mehr kochen und so einen Scheiß. Aber ja, gut. Ladies and Gentlemen, dann würde ich sagen, sind wir höchst offiziell am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Alter. Ich habe hier gerade mal HUD ausgemacht. Thumbnail ist da. Macht mal irgendwie eine coole Move da mit Pfeil und Bogen. Hallo. Krieg mal hin, ja. Warte. Ja. Andres. Angezogen. Komm mal weiter irgendwie hier ran. Woran? Von mir aus nach rechts? Hier, wo Sarah ist. Dass ich euch beide. Ja, 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 ja. So ist super. Thumbnail ist da. Ja, so macht man Thumbnails. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen. Während Träumchen ganz wichtig. Videobeschreibung abchecken. Partner, Instagram, Triebwerk und der Merch sind jeweils verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö. Noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.